Oh, hier geht's aber groß weiter. Also, das Schloss ist wirklich nicht klein. Und hier wird noch eine weitere Markt. Billigmarkt Nummer 35. Da hinten ist das Gästezimmer. Die Gesandtschaft aus Auralio befindet sich dort. Aha, okay. Da sind sie also. Hier? Oder? Nee, eher hier. Der sieht eher wie ein Prinz aus, der Typ da hinten. Na, wie hier. Billige Markt Nummer 1581. Wusstest du, dass der Feuerrubin vor langer Zeit von einem Glasbläser gemacht wurde? Aha, von einem Glasbläser. Aber... Wait a minute. Der Feuerrubin wurde von einem Glasbläser gemacht. Bedeutet das nicht, dass der Feuerrubin einfach nur aus Glas ist? Und dass der Feuerrubin eigentlich gar nicht viel wert ist? Dass den Feuerrubin theoretisch jeder machen könnte? Naja, wie dem auch sei. Er gab der Prinzessin von Auralio den Rubin an ihrem Hochzeitstag und verließ die Stadt. Eine sehr romantische Geschichte. Ja. Fabelhaft. Einfach fabelhaft. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch mal an, was hier drinnen los ist. Wer bist du? Wenn Leon etwas zustößt, wird unser Land darunter zu leiden haben. Ich bin zu seinem Schutz hier. Ach, du bist eine Wache aus Danubia. Okay, und das ist Prinz Leon. Der Feuerrubin wird nach Abschluss des Vertrages der Öffentlichkeit gezeigt. Hoffentlich geht das gut. Moment, okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz gerafft. Wenn dir etwas zusteht, wird unser Land darunter zu leiden haben. Nee, ohne Scheiß, das ist eine Wache aus Danubia. Die beschützt Prinz Leon in Danubia, aus Auralio. Ja, okay. Und wer bist du? Der Feuerrubin scheint eine seltsame Wirkung auf die Menschen zu haben. Okay, was soll mir das jetzt sagen? Seltsame Wirkung? Hier sind noch mehr Leute. Achso, das ist die andere Seite, oder? Ja, das ist die andere Seite. Hier gibt es sonst nichts. Du bist die Prinzessin von Danubia, oder? Eine Schande! Nur Auralios Staatsschatz... Staatsschatz kann uns den Frieden bringen. Was wird Prinz Leon bloß denken? Keine Ahnung. Ich glaube, er hofft einfach nur, dass es Frieden geben wird. Wenn uns das näher bringt, könnten die Prinzessin und Prinz Leon vielleicht... Das wäre doch wunderbar. Ja. Vor allem, dann könnten sie endlich das Schloss und die Stadt zusammenlegen. Eine wirklich gute Idee von dir, Statistin Nummer 543. Noch eine billige Markt. Also, wie viele Märkte gibt es hier eigentlich? Meine Güte. Gibt's doch wie Sand am Meer, oder? Sie sagt, sie sei in Prinz Leon verliebt. Er ist hier und die Prinzessin ist traurig. Komisch. Okay, jetzt ratschen sie also auch. Okay, das ist der Thronsaal und hier ist noch ein Thronsaal und... Das Schloss sieht komisch aus. Prinz Leon von Auralio befindet sich im Hinter... Hä? Was? Ach so! Ach, das... das ist gar nicht der Prinz. Der Typ da unten. Wie komme ich denn jetzt darauf, dass das der Prinz ist? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe das mit einem anderen Schloss verwechselt oder vielleicht mit einem ganz anderen Spiel verwechselt. Hier ist der Prinz und das ist sein Leibwächter. Unser Prinz hat beschlossen, den Nationalschatz zu verschenken. So soll der Frieden geschaffen werden und die Waffen für immer ruhen. Okay. Ach ja, und hier ist er auch. Hier ist der Feuerrubin. Okay, der aussieht wie ein roter Engel. Morgen wird der Friedensvertrag unterzeichnet. Das wird ein historischer Moment für unsere Länder. Ich hoffe, dass der Rubin uns den lang ersehnten Frieden bringen wird. Das hoffe ich mal für euch auch. Denn dann bist du zurück in Auralio und ich darf endlich durchs Wassertor, oder? Gehen wir hier nochmal rein. Wächter, hinter der Tür befindet sich der Thronsaal. Ist das so? Na, Persus orientalischer Bruder. Die atemberaubende Schönheit des Rubins hat mich fasziniert. Okay. Königin,
Mein ist der Feuerrubin. Ha, ha, ha. Okay, die Alte ist komisch. König, ich hätte nicht gedacht, dass uns Auralio freiwillig den Feuerrubin übergibt. Ein großzügiges Geschenk. Okay, ist das alles, was sie hier erzählt? Dann würde ich mich mal wieder auf den Weg machen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben jetzt genug gesehen. Gut, das wäre es dann wohl gewesen. Dann machen wir uns einfach mal wieder auf den Weg zurück nach Auralio und gucken, ob wir jetzt durchs Wassertor gelassen werden. Hast du es gefunden? Nein, leider nicht. Wir müssen Prinz Leon Bescheid geben. Sind das nicht die Leute aus Auralio? Warum haben die es denn so eilig? Das ist eine interessante Frage. Leute? Habt ihr schon gehört, dass der Feuerrubin gestohlen wurde? Gestohlen wurde? Ja, super. Sehr gut. Es stimmt, der Feuerrubin wurde gestohlen. Das könnte bedeuten, dass es keinen Frieden geben wird. Versöhnung, das ist der einzige Weg. Ja, ist ja gut. Jetzt hör mal auf zu überventilieren. Alter Mann. Achte auf deinen Blutdruck. Aber der Feuerrubin könnte unsere Zukunft sichern und den Frieden erhalten. Ja, aber im Norden liegt das... Ja, das hast du mir schon erzählt. Nein, ich will das nicht nochmal hören. Ja, Taro unter Wasserhöhle, ist mir doch egal. Aber ja, Leute, wir müssen leider nochmal mit den Leuten hier reden. Gibt es denn keinen, der einen neuen Feuerrubin herstellen kann? Es sieht so aus, als ob in der Tat der Feuerrubin eben gerade hier im Schloss gestohlen wurde. Die Leute in Auralio sind immer so hektisch. Ich weiß nicht, ob sie je zum Essen kommen. Ich glaube, wir sollten mal eben zum Prinzen gehen. Ja, in der Tat. Der Feuerrubin ist weg. Mann, wir sind so beschäftigt, wie schon lange nicht mehr. Keine Zeit zum Reden. Ich kann den Feuerrubin nicht sehen. Was ist mit ihm geschehen? Tja, also, der Rubin wurde, wie soll ich es sagen, also, er wurde gestohlen. Was wollt ihr hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, aber ganz ruhig, Kollege. Der Feuerrubin wurde gestohlen. Okay, das ist, glaube ich, nicht so gut. Jetzt, wo wir endlich so weit sind, den Vertrag zu unterzeichnen, wird der Feuerrubin gestohlen. Ja. Dem Anschein nach ist der Feuerrubin weg. Und es gibt hier ein kleines Easter Egg an die Leute unter euch, die Lufia vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig kennen. Es gibt hier ein kleines Easter Egg. Und das zeige ich gleich mal. Oh nein, der Feuerrubin wurde gestohlen. Der Prinz wird nicht sehr erfreut sein. Auweia. Schlimmer, meine Eltern. Ich bin erschüttert. Und zwar, wenn man jetzt versucht, aus dem Schloss rauszugehen. Ich will erstmal mit der Wache reden. Es ist hier noch keine verdächtige Gestalt vorbeigekommen. Okay. Bedeutet, der Rubin hat das Schloss noch nicht verlassen, wie es aussieht. Aber wenn man hier um die Ecke geht, ratet mal, wen man hier trifft. Ja, genau. Berti und Boris. Berti? Wir sind nicht böse. Wir sind einfach ein bisschen neugierig. Wirklich. Boris? Was? Wir haben doch nichts getan. Ja, die beiden sind auch wieder da und wollen den Feuerrubin stehlen oder die Krone oder beides und haben den Feuerrubin möglicherweise schon gestohlen. Man weiß es nicht, aber die Wache hat ja gerade gesagt, es ist noch niemand Merkwürdiges vorbeigekommen und ich denke mal, Berti und Boris, die wären schon aufgefallen, wenn sie vorbeigekommen wären. Vor allem, da sie ja nicht im Schloss waren. Wie sieht's hier unten aus? Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ja, vielleicht kann dir jemand helfen. Ich aber eher nicht. Prinz Leon sieht etwas erschöpft aus. Das kann ich verstehen. Ja. Okay. Reden wir doch mal mit den Leuten hier. Da hinten ist das Gästezimmer. Die Gesandtschaft aus Auralio befindet sich dort. Das hast du schon erzählt. Wenn der Glasbläser noch lebt, könnte er noch einen Feuerrubin machen.
Ist er der Einzige, der das kann? Ja, und hier bekommen wir auch schon gleich so im Ansatz einen möglichen Lösungsvorschlag. Denn es wurde ja gesagt, tut mir leid, aber ich bin gerade sehr beschäftigt, habe keine Zeit für ein Gespräch. Wache? Ich war dort und konnte nichts. Oh, hört nicht hin. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ich war dort und konnte nichts? Sag mal, Kollege, weißt du etwas? Kann das sein, dass du etwas weißt? Ah, er weiß vielleicht was, aber er sagt nichts. Hier haben wir schon mal einen Verdächtigen, würde ich sagen. Vielleicht. Tut mir leid, aber ich bin gerade sehr beschäftigt und habe keine Zeit für ein Gespräch. Aha, ich würde mal sagen, hier haben wir schon mal zwei Verdächtige. Diese beiden Kollegen hier, die ich erst für den Prinz und seine Gefolgschaft gehalten habe. Lol, egal. Was erzählst du mir? Es gibt Menschen, die dem Feuerrubin völlig verfallen sind. Ja, das sieht so aus, wenn er bereits im Schloss geklaut wird. Da unten stehen immer noch die beiden Kollegen. Der Feuerrubin wurde gestohlen, die Prinzessin hat einen Schock erlitten. Ja, nicht nur die Prinzessin. Ich glaube, wenn das König und Königin erfahren, dann wird es hier so ein bisschen Ärger geben. Jetzt, wo wir endlich soweit sind, den Vertrag zu unterzeichnen, wird der Feuerrubin gestohlen. Wache? Hinter der Tür findet sich der Thronsaal, ja, weiß ich. König und Königin? Und Persos buckeliger Bruder? Ohne den Feuerrubin können wir die Zeremonie nicht abhalten. Okay, Königin, was sagst du jetzt? Ewigkeiten habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Nun gehört er mir. König? Der Prinz hat beschlossen, die Zeremonie zu verschieben. Ja. Okay. Und an diesem Punkt des Spiels wird man auch, glaube ich, gar nicht weiter darauf. Es stimmt, dass der Feuerrubin gestohlen wurde. Alle sind kurz vor dem Durchdrehen. Vor dem Durchdrehen? Ja gut, vor dem Durchdrehen, vor dem Durchdrehen. Ja. Und ab diesem Moment wird einem eigentlich nichts mehr großartig gesagt. Man muss jetzt selber darauf kommen, was man tun könnte. Ja, leider. Ich hätte mich hier noch über einen weiteren kleinen Dialog gefreut, der vielleicht so direkt mit dem Prinzen 1:1 so Hand in Hand geht, wo man darauf hingewiesen wird, was man jetzt machen muss. Und zwar, ja, man wird so ein bisschen darauf hingewiesen, aber wir müssen jetzt, und das machen wir nicht auf dem Landweg und auch nicht auf dem Wasserweg, okay, der Wasserweg geht sowieso nicht, wir werden jetzt versuchen, einen Ersatzfeuerrubin aufzutreiben. Und zwar, wo könnten wir das am besten machen? Ganz genau. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, da gab es ja eine Person, die schon mal mit rotem Glas hantiert und einen Rubin hergestellt hat. In Clamento. Dort reisen wir jetzt mal hin. Und zwar, wir gehen zu Claude. Lange nicht mehr dort gewesen. Ach, Moment. Wenn wir gerade schon mal hier sind, gehen wir mal in den Laden und holen uns doch einmal Erlösung für Celan. Panzer brauchen wir nicht. Stark, Schnee, Tropfen, Funke. Und ein Stark für Lexis. Ja, so. Okay, alles andere, glaube ich, müssen wir nicht kaufen. Lexis kann keine Flucht benutzen, das wusste ich auch noch nicht, aber okay. Gut. Nee, so kommen wir mal eben an die Zauber ran. Demnach. Wir gehen in den Laden von Claude und sprechen einmal mit Claude. Oh, Mickey, du warst schon lange nicht mehr da. Was führt dich hierher? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Du hast so viel für mich getan. Ich tue dir jeden Gefallen. Kennst du den Feuerrubin, Jafar? Was? Den Feuerrubin? Natürlich kenne ich den. Mein Lehrer hat ihn gemacht. Wirklich? Ja, der Rubin war wirklich ein Kunstwerk. Ich erinnere mich ganz deutlich an ihn. Könntest du den Feuerrubin neu erschaffen? Was? Aber ich bin bei weitem nicht so geschickt wie mein Lehrer. Ohne den Rubin werden zwei Länder, die gerade dabei sind, Frieden zu schließen, sich wieder verfeinden.
Aber... Warum versuchst du es nicht einfach mal, Liebling? Aber ich... Du hast mir immer gesagt, eines Tages würdest du besser sein als dein Lehrer. Ich weiß, aber... Warum versuchst du es also nicht einfach? Bitte! Schon gut, ich weiß zwar nicht, was dabei herauskommt, aber ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank! Es ist unmöglich, einen Rubin dieser Größe aufzutreiben. Was soll ich stattdessen nehmen? Rotes Glas tut es doch auch. Dieser Satz, der hätte von Guy kommen können, aber rotes Glas tut es doch auch. Ja, warum nehmen wir nicht einfach Glas? Glas oder Rubin ist doch sowieso das Gleiche. Gut, ich fange sofort an. Okay, und so arbeitet Claude an dem Rubin Tag und Nacht. Hallo? Ihr habt Glück, ich bin gerade fertig geworden. Das ist wundervoll. Er sieht genau wie der echte aus. Ich kann nicht glauben, dass du ihn aus dem Gedächtnis nachgebildet hast. Wenn du den Rubin einmal gesehen hast, vergisst du ihn nie wieder. Aber auch so die Proportionen, ich meine, Alter, was hat der Typ für ein Gedächtnis? Er ist nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das reicht vollkommen. Jetzt ist alles in Butter, danke. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Nochmals danke. Feuerrubin erhalten. Naja, ich glaube, ein besserer Name wäre Feuerrubin-Attrappe aus Glas, die einfach nur dem Feuerrubin ziemlich ähnlich sieht. Ja gut, das hat dann, glaube ich, irgendwie 50 Buchstaben, aber... Ja gut, Feuerrubin tut es wahrscheinlich auch. Gucken wir in unser Szenario, das ist nicht das Szenario... Was wir hier haben, nämlich den Glasengel. Eine Kopie des Feuerrubins, aber sie ist nur aus Glas. Ja. Wenn ihr noch etwas braucht, seid ihr jederzeit willkommen. Wollt ihr noch ein paar Schmuckstücke kaufen? Oh, stimmt. Ich könnte Celan ja... Schutzring. Nee, Celan behält den Schutzring. Irgendwas anderes wiedergeben, aber nee, sie behält den Schutzring einfach mal. Gut, das wär's gewesen. Wir haben mal eben so einen Ersatz aufgetrieben. Ein Feuerrubin-Ersatz und gehen jetzt zurück ins Königreich Danubia. Ah. Sind Berti und Boris noch da? Nein, sie sind weg. Ja, und das finde ich so ein bisschen schade. Das ist einfach nur ein Easter Egg. Ich meine, Berti und Boris... Ja, sie kommen jetzt nicht so wirklich oft im Spiel vor, wie ihr mit Sicherheit selber schon gemerkt habt. Aber sie da als Easter Egg hinzustellen, finde ich schon eine ganz tolle Sache. Nur ich finde, sie hätten so ein bisschen größere Rolle spielen können hier in Danubia. Dass man halt, während man das Schloss verlässt, auf sie trifft und sie einem dann halt erzählen, ey, wir haben nichts gemacht und sie schnell weglaufen oder so. Und dass man halt denkt, Berti und Boris wären irgendwie involviert. Aber einfach nur, dass man sie da rumstehen sieht, das ist... Ja, ich glaube, es ist eher ein bisschen verwirrend irgendwie, weil man denkt dann ja doch, dass die beiden vielleicht was damit zu tun haben und dann geflohen sind. Irgendwie, weiß ich nicht. Nun denn, okay, gehen wir zum Prinzen. Ach Moment. Gehen wir erst nochmal eben zur Gefolgschaft hier. Ich war dort und konnte nichts. Achso, der redet das Gleiche. Dann hatte ich mich gerade sehr beschäftigt. Dann gehen wir doch nochmal zum Prinzen. Hallo Prinz, ich habe hier was für dich. Was wollt ihr hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das hatten wir schon. Prinz Leon. Ich möchte dir dies geben. Das ist... Wie hast du das bloß geschafft? Das finde ich auch komisch. Der Kollege, er macht sich auch so ein bisschen verdächtig irgendwo. Weil er fragt nichts, aber wo hast du den Feuerrubin her? Hast du ihn etwa gestohlen? Nee, er sagt, das ist der Feuerrubin. Wie hast du es bloß geschafft, ihn zurückzuerlangen? Als ob er wüsste, wer ihn gestohlen hat. Es scheint zu klappen, Mickey. Nun, da wir den Rubin wieder haben, wird alles gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Nein,
Das wird nicht funktionieren. Hast du was bemerkt? Ja, das scheint lediglich eine Imitation zu sein, oder nicht? Eine Imitation? Die sieht ja aus wie der echte Feuerrubin. Aber nur auf den ersten Blick. Schau genau hin. Ihm fehlt das Feuer des echten Rubins. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, du würdest... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hoffe, die Zeremonie wird friedlich und erfolgreich ablaufen. Nimm bitte an der Zeremonie teil. Du hast Auralio schließlich gerettet. So mehr oder weniger. Die Zeremonie! König, nimm bitte den Feuerrubin als Beweis unseres Willens, mit deinem Reich Frieden zu schließen. Das ist also der sagenhafte Feuerrubin. Ein wirklich schöner Stein. Der Feuerrubin, endlich gehört er mir. Die Alte ist echt unsympathisch, oder? Das ist doch nicht der Feuerrubin. Was? Prinz Leon, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich würde das Spiel nicht durchschauen? Ich will keine Ausreden hören. Wenn Danubia will, kann es auch Radio ganz schnell einnehmen. Alter, okay, die Alte ist echt giftig. Hör mit dem Unsinn auf, Mutter. Prinzessin Thea? Prinz Leon ist mit dem echten Rubin in unser Land gekommen. Aber er wurde ihm geklaut. Wenn sich jemand dafür schämen muss, dann wir, Mutter. Meine Güte, stimmt das wirklich? Jeder hier im Schloss weiß darüber Bescheid. Nur du und Vater wissen nichts darüber. James, schicke die Soldaten aus und lasse sie nach dem Rubin suchen. James, wo steckt der bloß? James ist schon seit einigen Tagen spurlos verschwunden, Majestät. Was? Wo zum Teufel ist er nur hin? Man sagt, einige Leute haben ihn nach Norden laufen sehen. Nach Norden? Was will er da? Dort sind doch nur schreckliche Monster, Bestien und Dämonen. Ich weiß es leider auch nicht, Majestät. Schickt sofort jemanden, der im Norden nach dem Rechten schauen soll. Ja, Majestät. Mein Gott, was geschieht nun? Ich werde die Zeremonie nicht weiterführen, wenn der Feuerrubin nicht da ist. Alter Drachenzahn, du meine Fresse. Entschuldige bitte, Prinz Leon. Sie war nicht immer so. Ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Also, wenn das jetzt hier König und Königin wären, der beiden Königreiche, ich glaube, dann gäbe es kein Problem. Aber ist ja anscheinend nicht der Fall. Prinz Leon. Wir müssen den Feuerrubin unbedingt finden. Da führt kein Weg dran vorbei. Vater! Wenn die Königin erst einmal sauer ist, dann geht man ihr besser aus dem Weg. Okay. Das glaube ich allerdings auch. König, wie die das Ding einfach liegen lassen haben, auch nicht schlecht. Okay. Der Feuerrubin wurde gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet uns das passieren musste. Ja gut, dann haben wir anscheinend den Dieb gefunden, wie es aussieht, nämlich James. Ja, das hatten wir ja schon. Ist der Prinz noch da? Ja, er ist hier. Ich hoffe, wir bekommen den Rubin bald zurück. Prinz, ohne den Rubin sind wir verloren. Wir müssen ihn finden. Okay. Wo auch immer die Königin hingelaufen ist, wo auch immer die Prinzessin hingelaufen... Achso, da, okay. Gibt es keinen anderen Weg, Frieden mit Auralio zu schließen, ohne den Feuerrubin? Ja, das mach mal deiner Mutter weiß, Kollegin. Das mach mal deinem Drachen von Mutter weiß. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genug mit den Leuten gesprochen. Jetzt können wir uns auf den Weg machen. Oh, Moment. Okay, dann habe ich euch, glaube ich, umsonst verdächtigt, wie es aussieht. Denn irgendwie seid ihr noch hier und hattet doch nichts zu tun mit dem Verlust des Feuerrubines. Okay. Dann werden wir uns jetzt mal den nächsten Quest annehmen. Ja, Leute, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ein bisschen ist gut.
fast zwei Parts. Aber jetzt werden wir... Nee, erstmal speichern. Wir gehen hier in die Kirche, in die Kapelle und werden erstmal eine Runde speichern. Das will ich nicht nochmal machen müssen. Und bevor mir dieser ganze Bums hier gleich abstürzt, Safe State. Ich will nicht nochmal gegen diese dämliche Blume kämpfen müssen. Oh. So. Gut. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg auf die Suche nach James. Ja. Aus dem Schloss raus nach Norden. Es geht weiter. Wir werden jetzt wieder... Sind wir voll? Nee, sind wir gar nicht. Wir sind nicht... Ja, ist egal. Machen wir es mal eben so. Ja, das waren die Ramias und die Medusa. Wir werden uns auf den Weg nach Norden machen und... Ja, wir machen mal eben die Viecher kaputt. Hau eine Feuerwelle raus. Und du? Ja, gucken wir mal, was Lexis eigentlich überhaupt kann. Chaos ist schon mal nicht schlecht. Lexis ist jetzt, wie gesagt, er ist nicht so der allerbeste Charakter und er sollte auch wirklich an letzter Stelle stehen. Also ich weiß, aktuell steht Celan an vorletzter, normalerweise steht Celan immer an letzter. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn in diesem Fall Lexis an letzter steht. Denn Lexis, was Lexis wirklich hat, das ist eine hohe Intelligenz. Das hat er. Also er kann sehr gut zaubern. Nur im gleichen Maße hat er wenig MPs, was die Sache schon wieder ein bisschen relativiert. Und hier ist die Nordhöhle Danubia. Und hier steht eine Wache. Oder sowas ähnliches. James ging dort hinein. Ich habe versucht, ihn zu stoppen. Doch er ließ sich nicht aufhalten. Ja. Und zwar, ich weiß nicht genau, was das hier ist. Irgendwie ein altes Schloss oder so. Aber Leute, das hier ist meiner Meinung nach... Also, es ist einer der widerlichsten Dungeons aus dem ganzen Spiel. Im Original Lufia heil du mal mit Stark. Im Original Lufia finde ich sogar, das ist der schlimmste Dungeon aus dem ganzen Spiel. Warum das so ist, da kommen wir gleich noch zu. Aber dieser Dungeon... Also, als ich ein Kind war und als ich Lufia gespielt habe, dieser Dungeon, der war bei mir gefürchtet. Ja, das, ich weiß, erzähle ich irgendwie bei jedem Dungeon. Aber bei diesem Dungeon ist... Es ist ein ziemlicher Rätsel-Dungeon, was auch nicht schlecht ist. Und es sind halt die Gegner hier. Die Gegner, die sind schon... Die legen ziemlich einen drauf. Nicht nur im normalen Lufia, auch in Kaizo Lufia. Und das zum einen. Und zum anderen, der Boss ist auch nicht so ganz einfach. Um den Boss einigermaßen gut besiegen zu können, braucht man schon Level 39. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Man braucht Level 39. Auf dem aktuellen Stand haben wir, glaube ich, Level 35 oder 36. Ich glaube, mittlerweile 36. Sprich, wir müssen in diesem Dungeon 3 Level dazu bekommen. Wir sind sogar, ja gut, Mickey hat 36, der Rest hat 35, 34 und 28. Ja, eine Vase, eine verschlossene Tür und ein Schalter. Was muss man hier wohl machen? Ja. Man wird eventuell nie drauf kommen. Nur die einfachen Rätsel. Das war doch ein einfaches Rätsel und jetzt kommen die relativ schwierigen Rätsel. Und da haben wir schon meine Lieblingsfeinde. Gehen wir erstmal die Rose an, die so ein bisschen so ein Bewegungsmuster hat wie... Wer war das nochmal, der auch so komisch gelaufen ist? Das war der Steingolem, oder? Oder der Holzgolem, weiß ich nicht. Wüstenrose, Feuergegner. Attacke... Attacke, komm. Hau mal Glutball raus, Glutball auf alle. Und du? Ich glaube in der Tat, Lexis, der kann einfach am besten heilen. Problem ist nur, er ist relativ lahmarschig. Bedeutet, man muss halt im Vorfeld so ein bisschen auf gut Glück heilen, aber machen wir ohnehin meistens, weil die meisten Gegner ja noch schneller sind als wir. Aber ja, dafür kann man ihn am besten einsetzen. Einfach so als... Als Heilcharakter. Weil, wie ihr seht, heilen, das kann er relativ gut. Er hat eine hohe Intelligenz. Ist ja auch ein Erfinder. Der Einstein der Lufia-Welt. So. Und was ihr auch seht, Celan fast voll, 212 MP. Lexis fast voll, 99 MP. Ja, das ist halt so die Schattenseite daran. Heil am besten einfach mal immer die, die gerade angeschlagen sind. Dann heilen wir auch niemanden umsonst. Hossa.
Ja, in diesem Fall lohnt es sich sogar. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Lexis so ein bisschen, sagen wir, eingespielt ist ins Team, dann ist er relativ gut. Ich glaube, ein größerer Teil des Problems ist einmal der niedrige Level auch. Nur halt, ja, dass er auch so ein komplett eigener Charakter ist, der so eine ganz eigenen Waffen hat und seine eigenen, seine eigenen Rüstungen, macht die Sache schon um einiges komplizierter. Es sind 4 Stück, ja danke. Jetzt gehen wir die Viecher mal an. Haben wir irgendwas, was alle trifft? Wir müssen erst die Ramia kaputt machen. Wir haben Bomber. Bomber haben wir, das ist gut. Und Satansbiss. Mach mal Löwenmesser auf Mickey, der zieht noch einen härteren Bomber. Und du machst... Ja, du heilst. Du heilst einfach. Ich hoffe, Mickey zieht einen härteren Bomber. Nochmal 100 Angriffspunkte dazu. Seine Angriffskraft, die ist ja nicht allzu hoch. Und wir wissen, dass diese Viecher hier, sowohl die Medusa wie auch die Ramia, eine relativ hohe Abwehr haben. Naja, gut. Hat insgesamt irgendwie 120 Schaden gemacht. Geist da schon so ein bisschen besser. Geist hier nochmal auf die Ramia. Mickey macht... Ich glaube, Stahlsalbe bringt da echt mehr. Stahlsalbe auch auf das Viech. Wir nehmen ein bisschen Magie zur Hand und machen ein Blutball hilft ja meistens. Und natürlich wieder eine Heilung auf alle. Giftspitze, Hossa, Terrorroute. Okay, die macht ziemlich wenig. Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Die Viecher, die können paralysieren. Ja, natürlich können sie das, weil es eine Medusa ist. Das macht die Medusa ja. Okay, die Magie, die bringt auch nicht wahnsinnig viel mehr als der Bomber von Mickey. Ja. Okay, was macht Mickey? Stahlsalve 153. Das Viech ist immer noch nicht tot. Alles klar. Ist scheißegal. Komm, Geist, der am besten zuschlägt. Guy geht auf die. Mickey zieht einen Bomber. Celan zieht. Glutball, Aquata, Azorro. Ja, Aquata bringt nicht. Nochmal Glutball auf alle. Und Lexis, ja, Lexis heilt wieder. Lexis, vielleicht Guy nicht, aber alle anderen. Lexis muss heilen. Minnesang, ja. Das ist Gesang, der einen verletzt. Und zwar ziemlich übel. Eieiei. Okay, Terrorroute macht echt nicht so viel. Und die übliche Blitzattacke. Eieiei, jetzt kein Blitz. Wow. Okay, und dummerweise, die sind schneller als wir. Nicht tot. Na, wenigstens werden wir wieder so einigermaßen aufgeheilt, aber es ist echt langsam nicht mehr lustig. Ja, wenn man gegen die Viecher kämpft, dann muss man sich auf einen relativ langen Kampf einstellen. Die leben immer noch alle. Was ist denn das? Attacke, Bomber, Blutball, Heilung auf alle außer Mickey. Noch ein Minnesang, komm hoffentlich auf Fumi. Nee, auf Celan. Ich glaube, Celan ist hinne, oder? Ja, da kann nichts mehr machen. Okay, der geht auf Fumi. Und ich glaube, so langsam kriegen wir ein Problem. Wir haben schon mal gegen die Viecher verloren. Nämlich gegen die Medusen. Und ich glaube, das kann sich auch relativ schnell wiederholen. Fumi haut auch ab. Jetzt wird langsam ein bisschen kritisch. Eine ist weg. Aber wie gesagt, erst eine ist weg. Du ballerst mal einen Satansbiss raus. Du holst Celan wieder. Anders. Na scheiße. Na scheiße. Eine Runde ohne heilen. Du holst Celan wieder und du ballerst eine Paralyse auf alle. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Auf Lexis. Eieieiei. Kein Blitz. Kein Blitz. Oh, shoot. Das geht ja auch noch. Aber wenigstens auf die Moräne gleich mit. Und jetzt können wir gleich mal gucken, ob irgendjemand paralysiert ist. Ich hatte vergessen, dass ich den Bienenstand an Lexis gegeben habe.
Die ist weg. Ja, beide paralysiert, nur die Morena hat's überlebt. Sehr gut. Also was heißt überlebt? Sag wie überstanden, ohne paralysiert zu sein. Geh du mal auf die Moräne los. Die ist schnell. Aber hintere Reihe macht's nicht so wahnsinnig viel Schaden. Ach so, ja, und falls sich jetzt der ein oder andere immer noch fragt, aber warum genau magst du den Dungeon jetzt nicht, weil es dir starke Gegner gibt und viele Rätsel? Nee, dieser Dungeon ist untergliedert in einen oberen Teil und einen unteren Teil. Also sagen wir ein Erdgeschoss und ein Keller. Und das Erdgeschoss, das ist ja noch ganz okay, würde ich sagen, aber der Keller dieser Höhle, der ist echt nicht mehr lustig. Ihr werdet noch früh genug sehen, was ich damit meine. Auch wenn es keine Necronomikone gibt, aber trotzdem. Er ist nicht cool. So. Wow, fast 3000 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Und ein Zaubertrank. Hat sich ja zumindest mal gelohnt. Und den Gegner müssen wir nicht wieder bekämpfen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können hier runter und da rennt eine Mumie durch die Gegend. Wir können da rein, wir können da rein. Ich würde sagen, im Zweifelsfall nach rechts. Gehen wir mal hier lang. Wir hatten zwei Schatztruhen und eine Blockade. Jetzt sind wir hier und können hier einen Schalter drücken. Schalter gedrückt, Brücke hat sich gebildet. Können wir uns mal merken. Hier rennt eine Mumie im Kreis, die müssen wir auch kaputt machen. Aber die Mumien auch, wir dürfen zuerst angreifen. Sehr gut, dann ballern wir nochmal einen Glutball raus und kriegen das Viech auf diese Art und Weise relativ schnell kaputt. Und ich glaube, Guy macht auch extra Schaden, da Mumien halt auch als dunkle Gegner gelten und Guy hat den Zombie-Ring. Insofern, Guy, wo noch dazu kommt, anzugreifen. Ich bin mir gerade dabei nicht ganz so sicher. Ja, doch. Yo. 478 mit Crit, aber trotzdem. Das hat sich gelohnt. Hier haben wir eine Brücke ausgefahren. Gehen wir nochmal wieder zurück. Jetzt ist das Viech wieder da. Ja, gegen dich möchte ich nicht nochmal kämpfen. Bleib bloß stehen. Die hat sogar Flügel irgendwie. Das ist ein ganz merkwürdiges Mistvieh. Gehen wir jetzt mal hier lang und hier haben wir noch eine Wüstenrose. Genau genommen sind es drei Wüstenrosen. Attacke, Attacke, Blutball und... Ja, du kannst mal eine Runde heilen. Ja gut, dafür ist Lexus in der Tat schon nicht schlecht. Ich fände es so schön, wenn er mehr... Ja, mehr MPs hätte. Aber dadurch, dass er Level 28 ist, wird er jetzt auch relativ schnell aufleveln. Ich überlege gerade Level 28. Was haben wir mit Level 28 gemacht? Da hatten wir Gades besiegt, oder? Mit Level 28? War das nicht so? Haben wir damit nicht den zweiten Gades besiegt? Ich glaube, das war in der Tat so. Da kann man mal sehen, wie lange das hier schon wieder her ist. Okay. Gehen wir einfach normal drauf da. Die reißen nichts mehr. Naja, doch, tun sie. Sie reißen Lexus. Und zwar hart aus dem Leben raus. Ach, schade, jetzt kriegt Lexus keine Erfahrungspunkte. Denn eine zweite Runde überlebt das Viech hier nicht, oder? Oder? Nee. Naja, gut, holen wir ihn mal eben wieder. Nee, das kann Mickey mal eben machen. Weil, was mache ich hier? Ich will Mickey und dann will ich stärker und auch auf von Mickey. So. Gehen wir mal hier lang. Was gibt es hier? Hier geht's runter. Hier ist noch so eine Krabbe, so ein Garbost. In der Tat ist ein einziger Garbost. Moment, habe ich... Nee, habe ich nicht. Ich hatte mich gerade gefragt, ob ich den Vampirkuss ausge... Wow! ...rüstet habe, also als... Den Flederstein und den Vampirkuss habe ich aber dummerweise nicht. Hier ist eine offene Tür und eine Säule und hier ist ein Auge. Das Auge sieht uns irgendwie und dann geht die Türe zu. Wenn wir zurückgehen, geht sie wieder auf. Ja. Es gab auch mal die Möglichkeit. Das geht. Achso, weil es zu hoch ist, okay. Mit einem Feuerpfeil auf das Auge zu schießen, aber in diesem Fall geht das nicht. Deswegen, immer wenn wir gesehen werden, dann geht die Tür zu. Und jetzt werden wir irgendwie nicht gesehen, obwohl das Auge ohnehin zu ist, während wir vorbeilaufen. Eigentlich müssen wir gehört werden. Kann Auge hören? Eigentlich nicht. Ich weiß es auch nicht ganz. Hier haben wir wieder einen super tollen Rhyme.
sind alle Schalter blau gefärbt, ein neuer Weg sich dir erklärt. Ja. Also alle Schalter blau machen. Hier haben wir den ersten Bums. Man sieht, von diesen vier Stachelreihen ist eine weg und hier haben wir noch eine Ramir. Okay. Heilen wir uns mal. Und ich glaube auch weiter. Nee, Quatsch. Celan hat was für einen Ring? Den Schutzring. Feuerring, Glutball. Erhöht die Wirksamkeit des Feuerzaubers. Ich glaube, das nehmen wir mal. Und dann versuchen wir, die Viecher mal mit Glutball zu bekämpfen. Deswegen ist es immer gut, Ringe halt nicht wegzugeben. Man weiß nie, wann man sie nochmal braucht. Wie zum Beispiel hier. Ich weiß nur nicht, ob der MP oder der ZP Glutball gemeint ist. Oder beide. Können wir mal austesten. Wir machen jetzt einmal einen ZP Glutball und gucken, wie viel der zieht. Der Kampf dauert ja ohnehin ein bisschen länger, das wissen wir ja schon. Demnach. ZP Glutball ballert. Ja, 80er, 90er Bereich. Sehr gut. Und 163. Ja, gut, die Attacke, das hat sich gar nichts gebracht. Oh, da war's das sogar. 202. Und jetzt nochmal Attacke, Attacke. Diesmal ein MP-Glutball und eine Heilung auf... Ja, heil mal einfach alle. Am Ende geht's irgendwie auf Celan und auf Lexis. Wenn's geht, nicht unbedingt auf Lexis. Ja, Celan ist auch nicht so geil, aber... Oh oh. Hei, 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 okay. Und jetzt nochmal gucken, jetzt kommt der MP-Glutball und er zieht das Gleiche, okay. Nee, es versteckt in der Tat, es verstärkt den Zauber und zwar um 100% knapp, oder? Also es macht das Doppelte an Schaden, das ist schon gut. So. Ja, komm hier, ratz mal reell einen weg. So, Attacke, du machst jetzt nochmal... Und meine Stahlshalbe auf das Viech. Du attackierst nochmal mit dem ZP-Glutball. Und du heilst einfach mal alle. Hoffentlich nicht nochmal auf Celan, weil ich glaube, diesmal wäre Celan hinne. Aber Chance von 1 zu 5. Nee, es wird geil getroffen. Das ist okay. Und Blitz? Ja, Blitz. Blitz ist auch okay. Das dürfte über 100 machen. Jetzt dürften die Viecher sogar weg sein, oder? Ja, zumindest einer von beiden. Gut. Und ein Chaos. Ja, Chaos hätte sie eben machen können, Fumi. Aber besser als überhaupt gar nicht. Lexis wird noch nicht aufgestuft, aber Fumi, dessen Mut mittlerweile nicht mehr steigt, das hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt. Ja, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich rüber, aber hier hat sich keine Brücke gebildet. Also gibt es jetzt noch einen Weg, den wir gehen können. Und zwar der Weg, wo wir dort hinten runterspringen.